Mein Name ist Alois Bertle. Ich arbeite bei der Puren GmbH als Sales Manager WDVS. Dort habe ich die Aufgabe, PU-Dämmstoff zu vertreiben an Systemhalter, die mit uns zusammen in der technischen Entwicklung ein modernes WDVS-System gestalten, das zur Energieoptimierung dient und häufig als Problemlöser verwendet wird. PU-Dämmstoff dient oft als Problemlöser. Er kann sehr schlank verbaut werden und hilft an allen Stellen, wo es eng wird. Durch die Schlankheit hat er eine hohe Effizienz, was hilft, ambitionierte Ziele in der Effizienzplanung zu verwirklichen. Aber er nimmt wenig Wasser auf und trocknet schnell aus. Das ermöglicht dem PU-Dämmstoff seiner Aufgabe als Dämmstoff über Jahrzehnte nachzukommen, eine stabile Dämmleistung zu bringen. Im Falle eines Brandes kann der normal entflammbare Dämmstoff zu einem System gebaut werden, das Bestleistung bringt in der Brandsicherheit. BS1D0 ist das beste Ergebnis eines schwer entflammbaren Systems. Der bloße Preisvergleich beim Dämmstoff führt zu einem verkürzten, einseitigen Ergebnis. PU-Dämmstoff kann mit seiner schlanken Dämmschicht sehr wirtschaftlich eingesetzt werden. Er ermöglicht es, heute Konstruktionen mit hoher Effizienz zu bauen, mit ambitionierten Dämmzielen und mit einem sehr schnellen Baufortschritt. In seiner Gesamtleistung kann er sehr wirtschaftlich eingesetzt werden und dient einem Bauherrn und Investor als Mittel zum Raumgewinn bei beengten Platzverhältnissen. Für Mieter ist es wichtig, klar kalkulierte Kosten zu haben. Eine effiziente Dämmung hilft, Mietnebenkosten einzusparen und auch in einem kalten, langen Winter auf niedrigem Niveau zu halten. Das ist die Hauptaufgabe eines Dämmstoffs. Dazu kommt, dass ein sicher gebautes Dämmsystem geringe Wartungskosten hat. Viel geringer als aufwendige Haustechnik. Es ist eine langlebige Investition für Jahrzehnte. Und bei richtiger Vorplanung im Neubau hilft es einem Bauherrn, das Optimale an Innenraum und Platzverhältnissen für sich zu gewinnen und hilft somit, Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Das Recycling von PU-Dämmstoffen ist heute bereits möglich. Alles, was von der Baustelle zurückgenommen wird, in sortenreiner Form, kann recycelt werden und so in eine Kreislaufwirtschaft zugeführt werden. Wir haben die Möglichkeit, Polyurethan-Dämmstoff in Porinit einzubinden, einem nachgefragten Funktionswerkstoff. Und dieses Material können wir sogar mehrfach recyceln. Darüber hinaus beteiligen wir uns an Forschungsvorhaben von Verbänden wie dem VDPM und wollen herausfinden, wie in Zukunft Systeme, die zurückgebaut werden, auch wiederverwendet werden können und in die Kreislaufwirtschaft integriert werden können. Von dem Stadtquartier 2050 der Baugenossenschaft Überlingen erwarte ich tatsächlich weitere Nachfrage an ähnlichen Quartieren. Es wird hier vorbildhaft gezeigt, wie eine minimale Energienutzung mit der Gewinnung natürlicher Energien kombiniert wird. Und somit geht es an beispielhaftem Wohnen des Individuums hinaus in das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Polyurethan-Dämmstoff kann somit einen kleinen Beitrag leisten für eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe. Bei hohen Grundstückspreisen wird die Vorplanung eines Projektes sehr wichtig. Es geht darum, das Optimale und Maximale für den Bauherrn und Investor herauszuholen. Dazu gehört auch der optimale Innenraum. Ein schlanker Dämmstoff kann dazu wichtige Elemente beitragen. Er sorgt in der Regel bei hohen Grundstückspreisen für das wirtschaftlichere Ergebnis im Vergleich zu anderen Dämmstoffen. Die Altbausituation wird auch begünstigt. Ein schlanker Dämmstoff ist häufig Problemlöser dabei an Stellen, wo es eng wird und sorgt sogar für eine geringere Bodenversiegelung durch schlanke Aufbauten. Think Pure. Puren.